Was sich hier in dem Becher befindet, das erfahrt ihr jetzt. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Barschen Aqualife. Ja, ihr denkt euch, so ein blöder Plastikbecher, was befindet sich da drinnen? Ganz einfach. In dem Becher befindet sich Lebensfutter drinnen, nämlich Mikrowürmer. Mikrowürmer sind auch bekannt als Aufzuchtfutter oder beziehungsweise als zusätzlichen Proteinkick, sag ich jetzt mal, für kleinere Fische. Einfach Proteinkick, weil die wirklich zu fast 90% aus reinem Protein bestehen. Und deswegen sollte man auch grundsätzlich nicht zu viel davon füttern, weil das Problem oder beziehungsweise die Gefahr besteht daran, dass sich Fische recht schnell überfetten können. Muss nicht, kann sein. Ich sage jetzt mal zum Beispiel als Aufzuchtfutter, das ist sehr gut geeignet, weil die Fische haben einen erhöhten Stoffwechsel, wenn sie kleiner sind. Das heißt, die Verdauung geht deutlich schneller voran und deswegen kann man die auch eigentlich mehrmals am Tag zufüttern mit Mikrowürmern. Ja, dieses Futter eignet sich nicht nur zu Aufzuchtfutter, sondern auch als Zuchtunterstützungsfutter, so sage ich mir das immer. Hat nämlich den guten Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel Corydoras züchten möchte, sind ja teilweise immer so Zwerg-Corydoras zum Beispiel, kann man da jetzt dafür nehmen. Man hat ja ein separates Becken und dann ein bisschen die Laichbereitschaft ein bisschen zu fördern, kann man dies auch sehr gut dazu füttern, weil die immer sehr proteinreich sind und Lebensfutter fördert grundsätzlich immer die Laichbereitschaft. Dadurch kann es natürlich auch sein, dass die Eiproduktion etwas dadurch unterstützt werden kann. Das heißt, man kann letzten Endes ein paar mehr Eier haben, als man es sonst kennt. Und deswegen ist es, wie gesagt, auch dafür sehr gut geeignet. Ja, und ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Ich zeige euch jetzt, wie ein neuer Ansatz vorbereitet wird. Da sind wir jetzt. Was wir hier haben, ist einmal, beziehungsweise was wir brauchen, ist einmal ein Löffel, ein Pinsel, Klebeband, dann so eine leere Schachtel, das ist so eine Tomatendose, die man so in den ganz normalen Supermärkten bekommt. Eignet sich ganz gut. Ja, dann ein Ansatz, den man hier hat. Wasser und ganz wichtig, Haferflocken. Einfach aus dem Grunde, weil das so gesehen der Nährboden für die Würmer ist. Dementsprechend werden die dadurch wachsen und gedeihen. Im ersten Schritt nehmen wir die Dose, nehmen den Deckel ab. Ich mache daraus, das ist mein Klebeband. Ich klebe nämlich oben, das ist nicht bei jeder Dose so, aber oben diese Löcher hier zu. Auf beide Seiten. Das heißt, wenn ich jetzt so auf eine Seite mache und die Würmer gehen nach oben, dann kleben die mir nachher am Tesafilm dran. Das wollen wir ja nicht. Deswegen kleben wir sie gleichzeitig mal eben auf beide Seiten zu. So, die erste Seite ist fertig. Das macht an sich nichts aus. Es geht einfach nur darum, dass die euch die Würmer nicht abhauen. Beziehungsweise der Kondenswasser, dass das ganze Kondenswasser nicht flöten geht. Dann machen wir das ein bisschen zügiger. Okay, das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist den Becher nehmen und sich den Löffel nehmen. Ich sag mal so 2 bis 2,5, naja gut, okay, jetzt geht alles daneben. Einmal, also so 2 Esslöffel reichen eigentlich vollkommen aus für den Anfang. Man kann nach und nach, kann man noch was dazugeben. So, dann hat man ungefähr jetzt da drinne. Muss man ungefähr selber abschätzen können. Das ist je nach Belieben, ist das immer so eine Geschichte, wie viel Ansatz man haben will. Beziehungsweise man soll den Boden nicht zu hoch machen, weil dann die Würmer keine Chance haben, dann hinterher zu kommen, die Haferflocken zu zersetzen, weil sonst gammelt euch das nach einer Zeit alles weg. Dann nehmen wir ein bisschen Wasser, tut das hier rein. So, mit dem Löffel. Ein bisschen rummanschen.
Also es soll wie so eine Brei, so eine Brühe sein. Also wie so eine, ja, wie sagt man, also hier so eine Konsistenz wie Grießbrei zum Beispiel. Reicht vollkommen aus. Oder Milchreis kann man auch nehmen als Beispiel. Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel Wasser drin. Ja, das kann schnell passieren. Muss man ein bisschen aufpassen, aber ich habe dementsprechend nicht so viel Haferflocken genommen. Ja, das sieht schon besser aus. Wie gesagt, wenn ein bisschen Flüssigkeit noch zu sehen ist, macht es in erster Linie nichts aus. Also die Mikrowürmer können auch unter Wasser bis zu 6 Tage leben, locker. Also hier wäre das jetzt kein Ding, weil das meiste Wasser geht sowieso nach unten hin. Das trocknet eh dann teilweise durch den Dunst aus. So. Ich gebe da jetzt noch ein bisschen Haferflocken rein. So. Und dann dürfte das erstmal gewesen sein. Ein Tipp noch am Rande. Wenn ihr euch den Ansatz fertig habt und nach ungefähr 3 Wochen, könnt ihr noch gucken, wenn da Flüssigkeit oben an der Oberfläche zu sehen ist, könnt ihr dann noch ein bisschen Haferflocken dazu kippen und ein paar Tropfen Wasser, also nicht zu viel, weil da ja schon Wasser drin ist. Es geht nur einfach nur darum, damit euch die Würmer nicht kaputt gehen. Dementsprechend sieht das Ganze nämlich so aus. Und ja, dann kommt nämlich jetzt der nächste Schritt und das ist auch erstmal vorerst der letzte. Ihr nehmt den Ansatz. Den Ansatz könnt ihr immer, ich sag mal so, ich habe jetzt meinen Ansatz, den ich jetzt auch euch gerade gezeigt habe, vor einer Woche jetzt neu gemacht. Ich mache das immer so 3-Wochen-Zyklus, um erstmal zu schauen, wie das Ganze erstmal läuft. Naja, wie sich die im alten Ansatz auf die Würmer entwickeln. Man muss ein paar Reserven haben und dementsprechend muss man das selber ein bisschen abschätzen können. Dann nehmt ihr den Becher hier, wo der Ansatz drin ist. Ja, wie man das hier vielleicht noch ein bisschen sehen kann, da haben sich oben schon so ein paar Würmer abgesetzt. Die krabbeln dann so ein bisschen nach oben hin. Das ist dann nachher wie so eine Matte ist das nachher. Und dann braucht man die nachher mit diesem Pinsel, dafür ist er da, da reingehen und sie einfach am Rand, nur am Rand zu entnehmen. Wichtig ist aber auch, dass ihr da nicht in die Plöre mit dem Pinsel reingeht, denn das Zeug, also die Haferflocken, da bilden sich natürlich dementsprechend Gerbstoffe bzw. auch Schadstoffe, die für das Wasser oder ökologische System absolut nicht gut ist. Und dementsprechend ja, ist das für euch vom Vorteil, wenn ihr es nicht tut. So, ihr nehmt jetzt einen Löffel, nehmt von dem alten Satz, das war jetzt der neue, nehmt von dem hier ein bisschen was raus, also wirklich nur ein bisschen, so ungefähr, und packt das da rein. So, das war es erstmal auch. Andere verteilen wir noch ein bisschen hier von dem alten. Das deckt sich aber auch wieder. So, und dann ist der Job erstmal getan. Und da müsst ihr erstmal ein bisschen warten. So eine Woche, anderthalb Wochen. Dann habt ihr schon die ersten oben am Rumkrabbeln. Dauert natürlich ein bisschen Zeit. Und dann habt ihr einen Ansatz fertig. Das heißt quasi im Grunde, ist das eine ganz unkomplizierte Geschichte. Also nach einer Zeit hat man das raus, wie man das ungefähr dosieren muss. Das anfangs war es für mich auch ein bisschen schwierig, weil dann habe ich ein bisschen zu viel Wasser drin gehabt. Dann musste ich da wieder was abschöpfen und. Aber nach einer gewissen Zeit läuft das. Nee, aber dann müsst ihr gucken, dass ihr so alle 3 Wochen neuen Ansatz macht. So wurde mir das auch nahegelegt und da halte ich mich auch ein bisschen dran. Es gibt natürlich Ansätze, die halten auch ein halbes Jahr, also wurde mir auch schon gesagt. Also ich werde das mal experimentieren, aber wenn man da noch nicht so die Erfahrung mit hat, ist es erstmal sicher, dass man dann sagt, okay, alle 3 Wochen Ansatz. Wenn der alte Ansatz nicht mehr gut ist, das sieht man dann, wenn die Würmer dann so gut wie gar nicht mehr vorhanden sind, dann schmeißt man das weg und dann hat man noch einen Ansatz. Dann kann man da gegebenenfalls eben halt aus dem neuen Ansatz wieder einen neuen Ansatz machen. Also das Ganze ist dann womöglich. Und ja, dann hätte ich das noch fast vergessen zu sagen. Dementsprechend kommen noch ein paar Löcher rein. Das heißt, ihr könnt ein Messer nehmen oder eben halt eine Nadel oder ich sag mal auch ein Nagel. Würde ich auch nehmen. Ich habe jetzt aber sowas nicht in der
in der Bereitschaft, sag ich jetzt mal. So, gehen einfach nochmal, zack. Weil ich könnte den jetzt hier mal ein bisschen drehen, damit das ein bisschen größer wird. Also die Löcher, also, ja gut, das war jetzt ein bisschen zu groß, aber gut, macht nichts, klebe ich die Hälfte wieder zu. Ganz kleine Löcher. So. Da geht es einfach nur darum, dass da Luft da reinkommt, damit das Ganze nicht komplett vergammelt, in Anführungszeichen. Und dann ist das Ganze auch wirklich fertig. Ja, hier wollte ich euch das nochmal schnell zeigen, weil das gerade die, weil sich die Gelegenheit geboten hat. Das ist der Ansatz, den ich vor einer Woche gemacht habe. Da kann man schön sehen, wie die wie so Wurzeln, sag ich jetzt mal, so nach oben gehen. Da könnt ihr nämlich mit einem Pinsel schön dran gehen und die abschöpfen. Also sieht sehr interessant aus und Bewegung kann man natürlich auch sehr schön beobachten. Bei der Kamera ist es jetzt ein bisschen schlecht, glaube ich. Aber im Grunde äußerst interessant zu sehen, wie die sich auch in dementsprechend, ja, wie soll man dann auch verhalten. Wichtiger Hinweis nebenbei, was ich noch vergessen habe zu erwähnen. Die Becher sollen auf jeden Fall irgendwo an einer nahen Wärmequelle stehen, weil sie schon eine Temperatur brauchen um die 20 plus, damit sich eben halt die Würmer nicht nur wohlfühlen, sondern sich dementsprechend auch vermehren können, weil dementsprechend die Feuchtigkeit immer wieder hergestellt wird, wie man das hier sieht. So ein bisschen ist hier der Dunst zu sehen und dadurch bleibt das alles schön feucht und die Würmer bleiben dann auch länger erhalten. Das war so noch die einzige Information, die ich euch noch übermitteln wollte. Ja, das war's von mir. Ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.